Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit drei wunderbaren Geschichten. Jonas Conte, Sie erinnern sich, unser Showpraktikant war an Bord und hat seine Lehre zum Entertainment Manager begonnen. Dann spielen wir Golf in exotischen Locations und als drittes haben wir einen herrlichen Shantychor. Viel Spaß! Jonas Conte war als Gast an Bord, er ist 16 Jahre alt und sein Traum ist, Entertainment Manager zu werden. Und da haben wir gedacht, okay, bei der nächsten Reise geben wir dir die Möglichkeit. Und er hat sich richtig gut geschlagen. Gucken Sie mal. Ich begrüße Sie mit einem großen Applaus. Jonas! Wunderschönen guten Abend, AIDA Perla. Setz dich ruhig, ja, Jonas. Ja. Schön, dass du da bist. Wir haben ja ein bisschen was mit dir vor. Das ist richtig, ja. Ja, das ist richtig, denn du willst es wirklich. Du hast es dir noch nicht anders überlegt. Du möchtest Entertainment Manager werden. Der Dominik hat zu mir gesagt, ja, müsstest dann halt damit leben, wenn wir das machen, dass einiges von deiner Urlaubszeit kostet. Hat gesagt, das ist mir so egal, das ist direkt das, was ich will. Macht mit mir, was ihr wollt. Gab es mega viele Überraschungen. Also ich hätte nicht gedacht, dass mit mir wird, dass ich dann Bingo spielen gehen soll. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mein ganzes Leben noch nicht einmal Bingo gespielt. Das war dann das allererste Mal, dass ich das mit Dominik gemacht habe. Praktikumsbeginn, 4 Elements, 9.45 Uhr, Splash and Sports. Oder dass wir dann halt zum Teil auf Rutschen gehen mit Kamerateam und allem Möglichen. Im Klettergarten habe ich tatsächlich auch mit Dominik meine Probleme gehabt, weil manche Stellen, ich habe so gedacht, das ist irgendwie leicht, ja, und dann haben wir an diesen UFOs da festgehalten und haben uns wie so eine Robbe dann auf festen Boden gerollt. Am besten hat mich Fuego gefallen. Essen tue ich ja gerne. Ich habe dir natürlich da auch für den Biking-Ausflug, ja 7 Stunden, auch ein paar Informationen. Ja, was lachen Sie? Ist doch ein schöner Ausflug. Ne? Bisschen sportlich aktiv, nachdem wir heute schon klettern waren. Wir sind mit Pedelecs gefahren und ich hatte einen Sportsattel auf mein Fahrrad bekommen, so als kleine Spitzerei. 42 Kilometer? Ich glaube, es waren 42 Kilometer. Und ja. Die auf einem Sportsattel. Ja, meine Damen und Herren, es fällt mir schwer zu sitzen. Also auf der Bühne war ich eher so der Sidekick, sprich wenn irgendwelche Aktionen außerhalb direkt von der Bühne vom Theatrium passiert sind. Sie sind meine erste Kandidatin. Ich setze mich mal zu Ihnen. Ja. Sie, ja, dann so die Handtaschen geht. Mal bitte einmal frei machen. Du bist der? Jonas. Das Glückshart für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. 21 Uhr hier im Theatrium. Danach um 21.45 Uhr haben wir das Offiziers-Shaken. Lampenfieber habe ich nicht gehabt, nein. Meine Damen und Herren, Dominik werden Sie heute hier nur als Gast sehen. Denn heute heißt es Jonas Primetime. Aber ich habe ein In-Ear gehabt, wo die Media-Managerin mir dann aufs Ohr gesprochen hat. Da hatte ich ein bisschen meine Probleme mit, weil da muss man ja irgendwo dann ein bisschen multitaskingfähig sein. Ja, Dominik, du bist heute als Gast hier im Theatrium. Ne? Ich habe dir heute mal deinen Job geklaut. Dementsprechend kriege ich auch dein Tagesgehalt. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, was generell ein Entertainment Manager außerhalb der Primetime noch zu tun hat. Meine Damen und Herren, das ist wirklich eine Menge. Ich habe einen Kilometerzähler da drin und dann hatte ich am Seetag 13 Kilometer nur auf dem Schiff hinter mich gebracht. Bin abends wie tot ins Bett gefallen, ja. Ich kann sagen, wir lassen die Tür mal einen Spalt offen. Ich sah besser im Blaumann aus. Auf AIDA sehen. Vielen Dank an das Primetime-Team. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war Jonas Primetime auf AIDA Perla. Man sieht sich nochmal. Dann tschüss. Viele unserer Gäste freuen sich ja richtig, wenn wir ihnen Aktivausflüge anbieten, zum Beispiel Golfen. Da gehen wir an Land, an die Destination, wo wir gerade angekommen sind, und gehen zu den schönsten Golfplätzen, die da in der Nähe sind. Zum Beispiel AIDA Bella in Indien. Der Golfcrew von AIDA Bella ist mit den Gästen auf den Golfplatz gegangen. Und da ist ein richtig schöner Film herausgekommen. Ich spiele Golf seit meinem 12. Lebensjahr, also jetzt knapp 13 Jahre. Das ist mein Vater, der war kleiner Golfspieler, da bin ich immer früher mitgegangen, habe da schon meine ersten Schläge mal gemacht und richtig angefangen habe ich dann mit 16 und habe dann da auch täglich gespielt. Ich war ein Austauschschüler in Amerika, oben in Minnesota und habe dann dort für meine Highschool-Mannschaft Golf gespielt. Ja, Golf ist so für mich, hat viel mit Konzentration zu tun, ist auch die Herausforderung, einfach
diesen Ball wirklich mit einem, die eine Chance, die man hat, die zu nutzen und die auch wirklich präzise genau dahin zu spielen, wo man es halt auch den Ball auch hinhaben will. Und zum anderen ist halt auch dieser Gesellschaftsaspekt dahinter, dass man wirklich immer schön in der Gruppe zusammenspielt, sich gut unterhält und immer neue Leute kennenlernt, nette Leute kennenlernt und somit auch immer eine schöne Zeit am Golfplatz hat. Indien ist für mich, ich bin das erste Mal hier und der Eindruck ist sehr, sehr freundlich, sehr höflich alles. Ist ein bisschen chaotisch, ein bisschen hektisch manchmal, wenn man so in den Autos unterwegs ist und da so über die Straße fährt, bekommt man so ein bisschen Angst und Bange. Aber ansonsten ist Indien ein sehr schönes Land. Normalerweise hat man halt Fairways, die sind sehr grün und auch, also die Wiesen sind sehr grün. Hier hat man halt eine andere Art von Golfen, das nennt sich einen Braunkurs. Das ist dann die Wiese ist halt eher bräunlich in der Hinsicht und so vom Ambiente ist hier sehr schön. Der Platz hat was Einzigartiges, hier sind viele Bahnen, die sich ein bisschen überschneiden. Man spielt so ein bisschen kreuz und quer, aber es macht natürlich auch dann wieder Spaß, mal eine andere Form von Golfplatz zu spielen, als wenn man jetzt immer nur eine Bahn gerade ausspielt. Jeder gibt einem die Möglichkeit, auf Plätzen zu spielen, wo ich in meinem Leben nicht wirklich die Chance hätte hinzukommen, um halt auch wirklich neue Wiesen, neue Fairways sozusagen kennenzulernen. Auch die Möglichkeit haben, dort zu spielen. Ich habe mich schon immer gefreut, in Indien mal Golf zu spielen und das haben wir heute erlebt. Robin war super, dass er dabei war, dass er uns hinführt, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, wo wir hin müssen, was wir tun müssen. Wir brauchen einfach bloß Golf spielen. All unsere Mitarbeiter haben geheimnisvolle Zweittalente. So auch Kapitän Boris Becker. Er ist ein fantastischer Kapitän, aber er ist auch der Meister im Aufstellen von wunderbaren Shantikören. Gucken Sie mal. Und wenn auch Sie mit uns mal singen wollen oder an tollen Orten Sport machen, dann gehen Sie in Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet unterwegs zu sein gen Norden. Zunächst von Kiel aus nach Kirkwall. Danach geht es nach Reykjavik, Ísafjörður und Akureyri auf Island. Der nördlichste Punkt unserer Reise ist Spitzbergen und wir fahren weiter nach Honningsvåg zum Nordkap. Die nächsten Häfen sind Hammerfest und Tromsø. Wir besuchen noch Leknes auf den Lofoten, fahren weiter nach Bergen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Kiel. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche heute mit wunderbarer Musik in einer geheimnisvollen Sprache. Und am Ende des Clips sage ich Ihnen, welche Sprache das war. Viel Spaß! Das war Schwedisch.